So, einen schönen guten Morgen an unsere Zuhörer in Deutschland und guten Tag an all diejenigen, die sich heute aus Indien dazugeschaltet haben. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen bei unserem heutigen MIM-Webinar Expert Guide für Indien, wie aus einem Expert ein Expert wird. Das Webinar ist Teil des Make in India Mittelstand-Programms und wurde in Zusammenarbeit mit Röhl und Partner der AHK Indien sowie CT Executive Search organisiert. Röhl und Partner ist der sogenannte Knowledge Partner des MIM-Programms und ich habe somit heute das Vergnügen, Sie an dieser Stelle willkommen zu heißen. Mein Name ist Maya Yadu und ich bin als Projektkoordinatorin für das Make in India Mittelstand-Programm heute aus unserem Röhl und Partnerbüro hier in Pune, Indien, zugeschaltet. Bevor wir uns den inhaltlichen Aspekten des Webinars zuwenden, möchte ich Sie in aller Kürze mit der technischen Seite des Programms vertraut machen. Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung. In der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms finden Sie das Bedienpanel. Hier können Sie Audioeinstellungen vornehmen und zum Beispiel zwischen Ihrem Headset und dem Computerton wählen. Bitte beachten Sie, dass Sie als Teilnehmer standardmäßig stumm geschaltet sind. Ein Stück weiter unten auf dem Dashboard finden Sie das Fragenpanel. Wir möchten Sie bitten, etwaige Fragen im Fragepanel zu stellen. Wir werden diese dann am Ende des Webinars während der Q&A-Runde aufgreifen. Gestatten Sie mir, Ihnen an dieser Stelle auch noch kurz das MIM-Programm vorzustellen. Make in India Mittelstand oder kurz MIM ist eine Plattform, die ein breites Spektrum an Unterstützungsleistungen bietet, die deutsche Mittelständler und Familienunternehmen beim Eintritt in den indischen Markt in Anspruch nehmen können. MIM ist Teil der Make in India-Initiative. Es ist ein Programm zur Erleichterung von Investitionen, zur Förderung von Innovation, zur Verbesserung der Kompetenzentwicklung, zum Schutz geistigen Eigentums und zum Aufbau einer erstklassigen Fertigungsinfrastruktur. Das MIM-Programm bietet allerhand Unterstützungsleistungen wie Strategieberatung, M&A, Unterstützung beim Markteintritt, steuerliche und rechtliche Unterstützung, Finanzdienstleistungen, Projektfinanzierung, lokale Dienstleistungen, technologische Zusammenarbeit sowie Erleichterungen bei Genehmigungen durch zentrale und staatliche Behörden. Teil des MIM-Programms ist auch das heutige Webinar, in dem wir Sie umfangreich über den Dauerbrenner Experts in Indien informieren werden. Und gerne möchte ich Ihnen zuletzt noch die heutigen Referenten, allesamt natürlich Experten auf dem Gebiet, vorstellen. Beginnen möchte ich mit Herrn Dirk Matter. Dirk Matter ist seit 1991 Direktor der Deutsch-Indischen Handelskammer in Düsseldorf. Die AHK Indien, auch Indo-German Chamber of Commerce oder kurz IGCC genannt, ist die größte deutsche bilaterale Kammer weltweit mit 4.000 Mitgliedsunternehmen, 100 Experten und 6 Büros in Indien sowie einem Verbindungsbüro in Düsseldorf. Herr Matter hat nicht nur unzählige Geschäftsreisen nach Indien unternommen und ist sogar gerade erst aus Mumbai zurückgekehrt, sondern fungiert auch regelmäßig als Referent bei auf Indien bezogenen Wirtschaftsveranstaltungen. Er ist Spezialist für Investitionen und Firmengründungen in Indien, Marketing, Handel, HR und kulturellen Trainings und unterstützt regelmäßig deutsche Unternehmen bei Investitionen in Indien. Heute ebenfalls als Referent zugeschaltet ist Christian Tegetthoff. Christian Tegetthoff ist Gründer und Geschäftsführer von CT Executive Search. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung zählt er zu den international führenden Experten im Bereich der grenzübergreifenden Führungskräfterekrutierung. Seine Kompetenz liegt auf der Rekrutierung für leitende Positionen in Unternehmen mit Aktivitäten in Osteuropa, im Nahen Osten, Afrika und Asien. Vor der Gründung von CT Executive Search arbeitete Herr Tegetthoff bei anderen internationalen HR-Beratungen, darunter Kienbaum Executive Consultants. Seine HR-Expertise hat er auch in diversen Wirtschaftsverbänden eingebracht, etwa dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, verschiedenen Auslandshandelskammern oder dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Auch hinzugeschaltet ist mein Kollege Tilman Ruppert. Tilman Ruppert leitet seit 2006 den Bereich Steuern Indien in unserem Büro in Nürnberg. Dabei hat er viel mit typischen grenzüberschreitenden Vorfällen zu tun, zum Beispiel mit der Besteuerung deutscher Unternehmen in Indien, Stichworte Quellensteuern und steuerliche Betriebsstätten. Die Besteuerung deutscher Unternehmen in Indien resultiert natürlich auch oft aus einem Einsatz von Mitarbeitern vor Ort. Und daher freuen wir uns natürlich auch, dass Herr Tilman heute aus seinem Bereich berichten wird. Und last but not least, mein Kollege Simone Pudu. Simone Pudu ist deutscher Rechtsanwalt und seit über 2 Jahren bei Röhl und Partner in Pune, Indien, als Senior Consultant tätig. Nach Zwischenstationen bei der Deutsch-Indischen Handelskammer in Kolkata und als Visa-Entscheider für das Amt im Irak berät er nun bei Röhl und Partner sowohl deutsche als auch allgemein europäische Unternehmen bei ihrem Markteintritt in Indien. So, und gerne möchte ich nun das Wort an Herrn Matter für eine Begrüßung und Einleitung der AHK Indien übergeben. Ja, vielen Dank, Frau Yadu, für die freundliche Einladung. Und ich freue mich, hier heute zu Ihnen auch sprechen zu dürfen. Ich bin ja schon nett vorgestellt worden. Die AHK Indien
ist ja eine der deutschen Auslandshandelskammern, die wir weltweit haben. Insgesamt gibt es ja 92 AHKs mit ungefähr 200.000 Mitarbeitern. Die AHK Indien ist interessanterweise die größte, was die Mitgliederzahl angeht. Wir haben ungefähr 4.000 Firmenmitglieder, sowohl deutsche als auch indische. Ja, zum Begriff Expats vielleicht eine ganz kurze Einleitung. Expat, das ist ja abgeleitet von Expatriates als Langform. Da steckt das schöne Wort Patria drin, Heimat aus dem Lateinischen und Ex, also jemand, der außerhalb der Heimat unterwegs ist. Das sind generell eigentlich alle Deutschen, die irgendwie im Ausland dauerhaft arbeiten. Traditionell hat man sich da eher Leute darunter vorgestellt, die also große Unternehmen leiten, zum Beispiel in Indien, und auch noch über Entsandverträge ans Mutterhaus angebunden sind. Über die verschiedenen Rechtskonstruktionen werden wir ja nachher noch aus kompetentem Munde hören. Es ist eigentlich aber auch so, dass man auch als Expat jemanden bezeichnen könnte, der mit einem lokalen Arbeitsvertrag hier in Indien tätig ist. Das geht natürlich auch. Ja, also hier ist die Abgrenzung nicht sehr hart und rechtsverbindlich sozusagen definiert worden. Was man anmerken kann, gerade im Fall von Indien, und ich kann natürlich nach meiner langjährigen Erfahrung nur für Indien sprechen, ist es in der Tat so, dass die Zahl der Expats rückläufig ist in Indien. Das hat natürlich ganz so unterschiedliche Gründe. Wenn es Sie mal interessiert, wer denn da so als Expat unterwegs ist, gibt es eine Möglichkeit, wo Sie mal ein bisschen in Anführungsstrichen spionieren können. Und das ist, wenn Sie auf der Website der Deutsch-Indischen Handelskammer nachschauen. Da gibt es nämlich auch eine Liste der sogenannten Committee Members. Das ist der Vorstand der AHK Indien. Und dann gibt es noch die sogenannten Regional Councils, weil Indien ist ja riesengroß und auch bei uns in verschiedene Regionen aufgeteilt. Dann gibt es Regional Councils und da sind die Namen der Council Members aufgelistet und auch natürlich deren Firmen. Und dann kann man eindeutig sehen, ja, wer ist da jetzt deutsch und arbeitet für eine entsprechende Firma. Diese Dualität von Lokalkräften und auch Deutschen pflegen wir übrigens auch in der Deutsch-Indischen Handelskammer. Sie wissen vielleicht, dass bei uns auch der Präsident, also das Ehrenamt, jedes Jahr wechselt, immer abwechselnd zwischen einem Deutschen und einem Inder. Und das hat jetzt auch bei uns in der AHK die letzten 67 Jahren sehr gut funktioniert. Generell nochmal zur Frage der Frage, lieber einen lokalen oder einen Expat. Man muss sagen, das indische Management heutzutage, was da an Kräften verfügbar ist, ist durchaus in vielen Fällen sehr professionell und hat auch häufig internationale Erfahrungen. Bitte denken Sie daran, viele haben auch schon im Ausland studiert heutzutage. Viele hatten schon Einsätze in Großbritannien, USA oder anderen Ländern und verfügen über eine entsprechende Expertise. Es gibt trotzdem Gründe, die für einen Expat sprechen natürlich. Das ist natürlich einmal ein enges, gutes Verständnis fürs deutsche Mutterhaus, wo das wichtig ist. Dann haben wir es häufig im Bereich, wo es um Know-how-Transfer auch geht, also gerade im Bereich Leitung, technische Leitung von Betrieben, wo dann auch ja der deutsche Expat einen Technologietransfer Richtung Indien darstellen soll. Was dagegen spricht natürlich oder was abgewogen, ich sage es mal lieber etwas neutraler, was abgewogen werden muss, sind natürlich meistens höhere Gehaltskosten des Expats, auch höhere Lebenshaltungskosten. Herr Tegetthoff wird da gleich auch noch drauf eingehen. Denn Indien hat ja häufig in unseren deutschen Köpfen ein falsches Image. Es gilt häufig immer noch so als Billigland. Das stimmt natürlich nicht. Alle, die in Indien leben, wissen natürlich, dass zum Beispiel die Mieten im Regelfall für gute Wohnungen oder
in seltenen Fällen auch mal Häuser deutlich, deutlich über dem deutschen Niveau liegen. Dann muss man Schulkosten berechnen und andere Dinge der Lebenshaltung. Also das ist, muss natürlich auch aufgewogen werden. Bei den großen Multinational Companies ist es auch heute so, das ist ja auch kein Geheimnis, da wird überhaupt kein Unterschied mehr gemacht, aus welchem Land einer der Führungskräfte kommt. Da werden die Gehälter eher nach Umsätzen, Mitarbeiterzahlen, Gewinnerreichungszielen definiert. Und da macht es keinen Unterschied mehr, ob jemand aus Deutschland kommt, Großbritannien, Australien oder halt auch aus Indien. Und diesen Trend, wie gesagt, ich habe es schon einleitend gesagt, konnten wir auch in Indien feststellen, weil nämlich die Zahl gesunken ist. Wir hatten zum Beispiel sehr stark mit Expat besetzt die Autoindustrie, sei es BMW, Mercedes, Volkswagen, die ja alle in Indien vertreten sind. Die waren eigentlich traditionell immer mit Deutschen besetzt, also die oberste Führungsebene des CEOs oder des Managing Directors. Und da mittlerweile hat da schon ein Wandel stattgefunden. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die schwierigen Einführungsjahre vielleicht vorbei sind und jetzt man auch mit lokalen Leuten da sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Ein prominentes Beispiel möchte ich auch noch erwähnen. Das war zum Beispiel hier auch Sunil Mathur, der CEO von Siemens in Indien. Das war der erste indische CEO, oder ist er noch, Entschuldigung, ist er noch von Siemens in 130 Jahren der Geschichte von der Firma Siemens in Indien. Also auch da hat sich jetzt ein Kulturwandel ergeben. Aber wie gesagt, man muss es gut abwägen. Wir haben ja auch, wie gesagt, im Kammervorstand eine ganze Reihe von Herren, die da unterwegs sind in Führungspositionen und ein wichtiges Bindeglied auch zum Mutterhaus darstellen. Wichtig ist vielleicht auch noch bei der Auswahl bei Expats muss man berücksichtigen, wie bereitet man Menschen vor, nach Indien zu gehen? Indien ist ein sehr interessantes Land, ein sehr spannendes Land. Die Lebensbedingungen sind komplett anders als in Europa. Und wie wir immer so schön sagen, es polarisiert halt stark. Ja? Also es gibt Leute, die finden Indien super, die sind begeistert, die leben viele Jahre in Indien. Und auch nach ihrer Pensionierung bleiben sie in Indien leben, weil sie sagen, so einen tollen Lebensstandard wie in Indien kann ich in Deutschland gar nicht darstellen. Dann geht es um die schöne Frage, wie viel Dienstboten kann ich mir denn leisten? Kann man in Indien, kann man sich mehr leisten, in Deutschland deutlich weniger. Nur ein Aspekt davon. Wichtig ist aber auch, was wir immer sehen, unbedingt Leute vorbereiten. Also entweder über interkulturelle Trainings oder über Vorbereitungsreisen. Bei solchen Vorbereitungsreisen, um Gottes Willen, nicht die Familie vergessen. Also Frau und Kinder fahren ja dann auch im Regelfall mit nach Indien und sollten entsprechend auch eingebunden werden. Vor Ort ist auch immer darauf hinzuweisen, dass die Leute auch dort eingebunden werden in die deutsche Community. Ich sagte, die ist natürlich nicht so riesig wie die deutschen Communities, zum Beispiel in China. Ja, ich meine, auch da ist nach Covid jetzt ja ein Kahlschlag erfolgt, da sind viele zurückgegangen. Aber legen Sie mich nicht fest, ich habe mal gehört, die in Spitzenzeiten haben über 30.000 Deutsche in Shanghai gelebt. An solche Zahlen kommt man natürlich auch in Mumbai überhaupt gar nicht dran. Aber ich hatte das Vergnügen, jetzt letzte Woche auch an einem schönen deutschen Stammtisch in Mumbai teilzunehmen, wo wir abends so in einer kleinen Gruppe 15 Leute waren, alles Deutsche, die dort vor Ort leben. Nicht nur aus dem Bereich Wirtschaft, sondern auch aus dem Bereich Presse hatten wir jemanden dabei und so weiter. Also es muss ja nicht immer jemand ein Deutscher sein, der jetzt für ein Unternehmen dort vor Ort ist. Also Stammtische gibt es und dann natürlich, wie gesagt, können wir nur empfehlen, gern auch immer die Networking-Möglichkeiten der Deutsch-Indischen Handelskammer zu nutzen. Wir machen ja viele Social-Events auch, wie Weihnachtsmärkte in Delhi, wie Oktoberfeste in Mumbai oder auch in Pune. Und das sind dann auch immer gute Möglichkeiten, die Leute einzubinden. Und in der Vorbereitungsphase können wir natürlich auch mal ein Gespräch vermitteln mit einem Expert, der vor Ort lebt. Ich glaube, das ist dann auch immer extrem hilfreich.
Also, wie gesagt, Thema Expats in Indien, sehr interessantes Thema, sehr vielschichtiges Thema. Die gute Nachricht ist auch, dass es eigentlich im Bereich Visa für Deutsche, für Indien keine großen Probleme gibt. Also da haben wir eher umgekehrt das Problem aktuell, hier indische Staatsbürger nach Deutschland zu holen zum Arbeiten. Umgekehrt, sie brauchen natürlich ein Employment-Visum in Indien, das ist klar, wenn sie da vor Ort sind. Und aber das dauert einige wenige Wochen und dann ist das aber auch dargestellt. Informationen dazu finden Sie auch sehr gut, sehr detailliert auf der Website der deutschen Botschaft vor Ort. Ja, ich würde sagen, damit bin ich erstmal am Ende mit meinen Ausführungen. Wie gesagt, ich leite ja das Büro in Düsseldorf. Meine Kontaktdaten finden Sie im Internet. Sie können mich auch gerne zu diesen Fragen kontaktieren, wenn Sie das möchten. Ich bin jetzt auch noch weiterhin mit dem Call und stehe natürlich auch bei den Q&As am Ende noch gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Besten Dank, Herr Matter, für den Input und für die für das Teilen Ihrer doch sehr reichhaltigen Erfahrungen in diesem Bereich. Sehr gerne. Unser nächster Sprecher ist jetzt Christian Tegethoff, der nun etwas zur Rekrutierung von Expatriates und das Expat-Leben allgemein in Indien erzählen wird. Und damit würde ich das Wort auch direkt an dich übergeben, Christian. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Maya. Ich frage mich gerade, ob meine Präsentation sichtbar ist. Ich habe gerade versucht, die zu erteilen, ja. Kannst du nur den Präsentationsmodus noch? Ja. Ah, okay. Also merke ich, dass ich sie nicht sehe. jetzt. Okay, gut. So, jetzt Perfekt. Haben wir den Präsentationsmodus. Jetzt müsste eigentlich alles laufen. Prima. Wunderbar. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und für die Möglichkeit, jetzt hier etwas zu sagen zum Thema Personal. Ich werde mich jetzt natürlich auch fokussieren auf das Thema Expats, auch auf die Frage, was macht das Expat-Leben in Indien anders als vielleicht das Leben in anderen Ländern und auch die Frage, wie kommt man überhaupt an Kandidaten, die sich für eine Expat-Rolle eignen. Ich bin ja gerade schon sehr ausführlich vorgestellt worden, dann möchte ich das jetzt mal überspringen, aber vielleicht noch zwei, drei Worte kurz sagen zu der Firma, die ich vertrete. Wir sind spezialisiert auf die Besetzung von Führungspositionen im Ausland. Wie Sie hier sehen, haben wir eine relativ große geografische Klammer, die sich erstreckt von Osteuropa bis hin nach China mit gewissen Schwerpunkten in Ostmitteleuropa, Middle East, China und natürlich auch Indien. Ich selber hatte leider noch nicht das Vergnügen, längerfristig in Indien zu leben. Also ich würde das gerne tun, ja, aber es hat sich leider nicht ergeben. Ich war also nicht länger als 2 Wochen am Stück selber in Indien. Aber ich habe vor Ort, darf ich glaube ich sagen, ein sehr gutes Netzwerk an Freunden und Bekannten, darunter auch viele Expats, die ich natürlich auch nochmal gefragt habe, jetzt in Vorbereitung der heutigen Veranstaltung, um nochmal dort O-Töne einzuholen. So, nun einmal zum Thema. Eine ganz kurze Vorbereitung, weil ich nicht weiß, ob jetzt jeder der Zuhörer heute Experte ist für Indien und den Arbeitsmarkt und so weiter besonders gut kennt. Deshalb dachte ich, ich mache einfach mal eine Folie, wo wir so ein paar Punkte mal vorstellen und um einfach den Rahmen dann zu setzen für das engere Thema der Experts. Wenn Sie hier mal schauen auf die Zahlen, Sie haben natürlich zwei Zahlen, die hier ins Auge fallen. Das ist einmal die Analphabetenquote. Das verweist generell auf das Thema Ausbildung und Vorhandensein von Fachkräften. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und die zweite Zahl ist der Bruttomonatslohn, der angegeben wird mit $137. Das ist der staatlich ermittelte Mittelwert, was dann natürlich in der Praxis heißt, dass überhaupt niemand $137 verdient, sondern sie haben natürlich viele Menschen, die deutlich weniger verdienen. Also da reden wir über Monatseinkünfte in Höhe von $50 und weniger. Und auf der anderen Seite haben wir Personen, die wesentlich mehr verdienen oder um das X-fache mehr. Wenn Sie sich beispielsweise Geschäftsführer von deutschen Unternehmen dort in Indien anschauen, damit meine ich jetzt auch Inder, keine Expats, dann liegen die Vergütungen nicht selten bei 100.000 Euro im Jahr und höher, also wenn wir jetzt Boni und so weiter einrechnen. Das kann ich hier so schnell nicht ausrechnen, aber ich sehe natürlich, dass es wirklich das X-fache ist von dem, was normal verdient wird.
So, und eine andere Zahl ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich vor Augen zu halten. Wenn wir über diese Arbeitsmarktzahlen sprechen, dann gilt es eigentlich nur für 13% der Erwerbstätigen in Indien. Also man schätzt, dass 87% in Indien im informellen Sektor tätig sind. Da handelt es sich dann um selbstständige Arbeiter oder Arbeitnehmer in Klein- und Kleinstunternehmen. Das heißt also wirklich nur ein kleiner Teil ist überhaupt in dokumentierten Arbeitsverhältnissen tätig und nur diese Leute gehen natürlich dann in die staatlichen Statistiken ein. Und man geht davon aus, dass etwa die Hälfte des indischen Bruttoinlandsprodukts im nicht organisierten Sektor erwirtschaftet werden. Anderes wichtiges Thema ist Fachkräftemangel. Also das auch nochmal zu sagen, weil in Deutschland aufgrund der Berichterstattung die Vorstellung vielleicht herrscht, dass in Indien überall Fachkräfte sind und das Land nicht weiß, wo sie damit hin sollen. Ja, und wie die jetzt im Prinzip nur anzuwerben brauchen wir in Deutschland, um den Fachkräftemangel zu lindern. Nur 15% der Erwerbstätigen in Indien verfügt überhaupt über eine Ausbildung. Das heißt, dass man jetzt sagen kann, da herrscht ein Fachkräfteüberschuss, das ist sicherlich nicht der Fall. Und das merkt auch jedes Unternehmen, das vor Ort tätig ist und tätig werden will, beispielsweise eine Produktion aufzubauen. Da ist die Anwerbung, die Identifikation von geeigneten Kandidaten eine relativ schwierige Sache. Dazu kommt, dass die Ausbildung praxisfern ist, duales System gibt es nicht, sodass also ausländische Unternehmen sehr viel selber schulen müssen in Indien, wenn sie dort vor Ort dann tätig werden wollen. Das heißt natürlich auch, wir haben einen starken Wettbewerb um Fachkräfte und auch um Führungskräfte, das würde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und vielleicht auch noch wichtig zu sagen, international erfahrene Führungskräfte konzentrieren sich in relativ wenigen Standorten. Hier sind natürlich dann zu nennen Neu-Delhi, Mumbai, Pune und einige wenige andere. Aber sonst, wenn Sie jetzt in der Fläche irgendwo im Lande tätig werden wollen, ist es relativ schwierig, vor Ort dann geeignete Kandidaten zu finden, auch für Führungspositionen. So, ja, und vielleicht drei Worte zu dem, was wir in Indien machen. Also wir sind überwiegend für deutsche Unternehmen tätig, vor allen Dingen auch für Unternehmen des deutschen Mittelstands. Und wir kommen dann ins Spiel, wenn Führungspositionen vergeben werden. Da geht es dann oftmals um die Country Heads, Geschäftsführer, andere Positionen auf der lokalen C-Ebene, also meistens Funktionen, die in das deutsche Mutterhaus berichten. Da haben die allermeisten ein Vertriebs- oder Produktions-Background, also es geht um Vertriebsleiter, es geht um Werksleiter. Und wenn wir jetzt im Bereich der Produktion suchen, dann geht es auch oft um abgelegenere Standorte. Also hier ein Beispiel mal aus der jüngeren Praxis, Bawal. Schwierig vor Ort geeignete Kandidaten zu finden, müssen Sie eben landesweit schauen und gucken, Kandidaten zu finden, die zu einem Umzug dann an diesem Standort bereit wären, was auch nicht immer ganz einfach ist. Generell müssen Kandidaten Erfahrung in internationalen Unternehmen mitbringen und wissen, wie eine internationale oder eine, am besten sogar deutsche Firma tickt. Und die wichtigste Qualifikation, die Führungskräfte in diesem Kontext mitbringen müssen, ist die Brückenfunktion. Also wir brauchen hier Kandidaten, die auf der einen Seite natürlich in Indien erfolgreich sein können, weil sie das Land kennen, weil sie wissen, wie es vor Ort zugeht, wie der Markt tickt. Aber die auf der anderen Seite eben auch in einer deutschen Firma anschlussfähig sind, wie ich gerne sage. Das heißt, die eben auch dort die Erwartungen kennen an Reporting, an Transparenz, an Compliance. Das ist eigentlich vor allen Dingen für den Country Head die wichtigste Aufgabe. Da kommen wir auch gleich dann zu den Expats. Und dann vielleicht noch die Frage, wie man die Kandidaten dort findet, sowohl Inder als auch Expats. Zu den Expats sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Also Kandidaten sind rar. Wir verzichten grundsätzlich auf Stellenausschreibungen bei der Besetzung von solchen Führungspositionen, sondern verlegen uns auf das Headhunting. Dort haben wir eine große Mannschaft, die in Mumbai angesiedelt ist und dort von dort auf den Suchprozess steuert. Und hier ist natürlich bei der Vorauswahl dann auch wichtig, das Land wirklich zu erkennen. Indien, das wissen Sie, ist ein extrem vielfältiges Land mit sehr vielen Religionen, Kulturen, Sprachen und. Also dass jetzt auch nicht immer jeder Kandidat an jeden Standort passt. Und hier ist es eben sehr wichtig, dass wir dann Hand in Hand mit den indischen Fachleuten dann vor Ort auch diese interkulturellen Fragen innerhalb Indiens immer im Blick haben.
Ja, und natürlich zu Beginn einer solchen Suche steht natürlich immer die Frage, kommen Expats in Betracht grundsätzlich als Kandidaten? Hier kann ich jetzt vielleicht das noch ein bisschen weiter ausführen, was Herr Matter gerade dankenswerterweise schon angesprochen hat. Wir können sagen, dass lokale Manager, also Inder, natürlich eine ganze Menge handfeste Vorteile mit sich bringen. Auf der einen Seite kennen sie die rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen in Indien in der Regel besser als ein Ausländer, der dort im Land lebt. Wir können vielleicht auch unterstellen, dass eine bisschen größere Nähe zu den Kunden da ist, weil man eben besser weiß, wie die Kunden ticken, mit welchen Themen sich die Kunden in Indien auseinandersetzen müssen. Wichtig ist aber eben bei den lokalen Führungskräften die Fähigkeit, die Brückenfunktion, von der ich gerade schon gesprochen habe, auszufüllen. Und hier kann es dann natürlich sein, dass in einer solchen Konstellation ein Expat eine bessere, zumindest eine alternative Option ist. Also Expats, das hat der Herr Matter gerade schon, wie ich finde, sehr richtig dargelegt, ist eigentlich ein Modell, das rückläufig ist, und zwar nicht nur in Indien, also wir sehen es auch in China. Wir sehen es vor allem auch in Osteuropa und anderen Gegenden, wo früher es ganz häufig war, dass ein Unternehmen ein Expat entsandt hat in das Land X, um dort dann die Unternehmensflagge zu hissen und die Tochterfirma aufzubauen. So ist dieses Modell nicht mehr so oft anzutreffen. Das liegt auch wirklich daran, Herr Matt hat das auch schon gesagt, dass wir natürlich in Indien einen sehr großen Pool heute haben von lokalen Kandidaten, die sehr gut ausgebildet sind, die in internationalen Firmen aufgewachsen sind und die dann natürlich auch gut in eine deutsche Firma integriert werden können. Aber es gibt weiterhin Expats und ich habe jetzt hier mal einige Punkte aufgeschrieben, die eher in Richtung eines Expat weisen. Also zum einen sieht man öfter, dass ein deutscher Expert jetzt eher die Rolle eines Präsidenten im Grunde genommen hat des Unternehmens, also eine Art Repräsentanten nach außen gegenüber Stakeholdern in Indien, aber auch als Ansprechpartner für das deutsche Mutterhaus und im Prinzip der Übersetzer quasi ist zwischen Deutschland und Indien und dann versucht, die Themen aufzugreifen und dann darzustellen im Mutterhaus und eine Art Advokat im Grunde genommen ist des lokalen Marktes gegenüber dem Mutterhaus. Also in einer solchen Rolle kann ein Expat sehr wertvoll sein. Und dann natürlich im Kontext von Know-how-Transfers und Werksaufbauten. Man kann generell sagen, je technischer eine Funktion ist, desto eher ist ein Expat geeignet, wenn es beispielsweise geht um den Aufbau von Produktionslinien, um das Aufsetzen von Qualitätsprozessen im Unternehmen, dann ist ein Expert sicherlich eine gute und auch weiterhin gern gesehene Variante. Nachteile liegen auf der Hand, die hohen Kosten, das werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Und es handelt sich meistens um keine Langfristlösung. Nicht jeder sieht jetzt seinen Lebensmittelpunkt langfristig in Indien. Also viele oder der eine oder andere ist bereit, es einige Jahre lang zu machen, aber dass man jetzt permanent seinen Standort verlegt, das passt sicherlich nicht für jeden. Ja, und deshalb wäre zu prüfen, ob es vielleicht einen lokalen Expert gibt. Das hat Herr Matte auch gerade erwähnt, die Expat-Gemeinde ist nicht so groß wie in anderen Ländern, das stimmt, aber vor allen Dingen in Neu-Delhi, Mumbai, gibt es durchaus viele Deutsche, die sich eignen können. Sie kennen Indien schon zu einem bestimmten Grad, sind aber eben weiterhin jetzt im Bereich des Interkulturellen unter Umständen wertvoll. Und dann muss man eben immer den Einzelfall prüfen, können diese Kandidaten in einem rein indischen Umfeld erfolgreich sein? Wie gut kennen Sie den Markt wirklich? Wie lange wollen Sie wirklich in Indien bleiben? Aber ein Vorteil kann sein, dass ein solcher Kandidat vielleicht auch bereit ist, auf Grundlage eines lokalen Arbeitsvertrags tätig zu werden, ohne dass man die Entsende-Thematik dann hätte. Gut, jetzt ein bisschen zur Frage, wie populär ist Indien eigentlich bei Expats oder bei angehenden Expats oder bei potenziellen Expats? Da möchte ich Ihnen kurz die Ergebnisse vorstellen des Reports Expat Insider von Internations. Hier handelt es sich um eine Umfrage, die weltweit in jedem Jahr durchgeführt wird. Nach Angaben von Expat Insider
haben beim letzten Mal 12.000 Expats teilgenommen, natürlich nicht nur in Indien, sondern insgesamt weltweit. Und hier muss man sagen, dass Indien relativ abgeschlagen ist in der Popularität. Also Indien belegt den 36. Rang von 52 Ländern. Sie sehen das jetzt doch mal hier runtergebrochen auf die einzelnen Kategorien: Quality of Life, Leisure Options, Safety and Security, Environment and Climate. Also da hatte Indien eigentlich überall desolate Platzierung. Der Outlier, auch vielleicht ein bisschen überraschend, ist Health and Wellbeing. Ich habe das nochmal genau angeschaut. Unter Health and Wellbeing wird verstanden die Kosten und Verfügbarkeit von Ärzten und Krankenhäusern. So, und da schneidet Indien jetzt relativ gut ab. Und im Prinzip diese Platzierung ist es jetzt, die Indien jetzt im Gesamtranking ein bisschen nach oben zieht. Aber man muss sagen, da scheint es doch einige Probleme zu geben, einige Themen, wo Indien sicherlich dann im Vergleich zu anderen Ländern schlechter abschneidet. Dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ja, ein Zitat, pars pro toto, die kulturellen Normen sind sehr anders und ich habe mich nur schwer anpassen können. Das ist ein Zitat eines Experts, der in diesem Report gebracht wird. Spricht, glaube ich, für sich selber. Und noch einige Zahlen, die ich Ihnen zeigen möchte. Wir haben eine Ad-Hoc-Umfrage durchgeführt vor einigen Wochen unter Expats, die wir kennen in unserem Netzwerk, und haben 4 Länder zur Auswahl gegeben. Die Vereinigten Arabischen Emirate, natürlich dann lieber an Abu Dhabi und Dubai denkt, China, Nigeria und Indien. Und die Frage war, man durfte nur einen Standort auswählen. In welchen von diesen Ländern würden Sie am liebsten tätig werden wollen? Und da haben sich dann jeweils 14% für China und für Indien entschieden. Und wenig überraschend, die sehr große Mehrheit dann für die Vereinigten Arabischen Emirate. Kleine Fußnote, die schlechte Platzierung für China ist sicherlich auch auffällig. Man muss, glaube ich, sagen, dass China während der Covid-Zeit und den Lockdowns und diesen Reisebeschränkungen, die es dann gab, an Strahlkraft verloren hat. Und wir wissen also, dass sehr, sehr viele Expats das Land inzwischen verlassen haben und nicht mehr so viele wie früher bereit sind, dort hinzugehen. Ja, das ist zum Report Expat Insider. Ich habe selber viele Jahre als Expert gelebt, damals in Moskau, in Russland, und habe verschiedentlich selber an diesen Umfragen teilgenommen. Ich muss sagen, was man davon zu halten hat, ich meine, klar, es geht jetzt hier um Dinge wie Lebensqualität, um Environment and Climate, da geht es dann um Fragen wie saubere Luft, Infrastruktur und. Wenn man da gefragt wird, was halten Sie davon in Indien, dann wird man sicherlich zu einer kritischen Bewertung kommen müssen, was meines Erachtens jetzt nicht heißt, dass das Land nicht attraktiv sein kann, trotzdem aufgrund von anderen Gründen. Und dazu komme ich jetzt gleich noch, werde das jetzt im letzten Part etwas ausführen. Ja, also hier einige Themen, die kann ich jetzt jeweils nur ganz kurz anreißen. In den Vorbereitungsgesprächen jetzt mit den Experts kamen insgesamt 8 Themen zur Sprache. Die erste Frage war das Thema Wohnen. Hier kann ich jetzt nur einige Stichworte geben. Das Wohnen in Indien ist teuer, auch wenn natürlich für den durchschnittlichen Inder mit seinem durchschnittlichen Einkommen die Lebenshaltungskosten nicht hoch sind. Ist es aber doch so, wenn Sie einen gewissen Lebensstandard wahren wollen, Sie wollen eine Wohnung haben nach europäischem Standard oder ein Haus, da müssen Sie dafür deutlich mehr einplanen als in Deutschland, also vielleicht einen Faktor 50%, den Sie dann draufschlagen müssen. Das gilt vor allen Dingen für die Großstädte. In Tier 2 Standort sieht es ein bisschen anders aus, aber Wohnen ist teuer. Das zweite, Privatleben, sieht es wohl so aus, dass die allermeisten Experts ihre Freizeit mit anderen Experts verbringen. Als Gründe wurden hier genannt, dass man einfach, sagen wir, nach einer Arbeitswoche in der indischen Realität manchmal dann den Austausch mit den Gleichgesinnten braucht. Hier gibt es ja auch eine große Zahl von Social Events. Herr Matter hat das angesprochen, die AHK bietet dort eine ganze Menge an. Aber auch Expertvereinigungen wie Internations.
Oder die MGEM oder andere Business-Einrichtungen bieten alle möglichen Feste, Stammtische, Weihnachtsmarkt, davon war gerade die Rede, Oktoberfest und so weiter an. Und das sind eigentlich Dinge, die von den allermeisten Experten sehr stark wahrgenommen werden. Ansonsten, je nach Standort gibt es sehr viele Ausflugsziele, Freizeitmöglichkeiten. Sie können Kurzreisen unternehmen am Wochenende, Sie können nach Goa an den Strand, Sie können Hiking im Hochgebirge. Es sind also alles Dinge, die dann im Prinzip ja, erreichbar sind. Da bietet Indien wirklich sehr, sehr viel. Und auch die Städte selber haben sich in den letzten Jahren, das kann ich auch aus eigener Anschauung bestätigen, sehr gemausert. Sie haben Zoos, Parks, Museen, Restaurants, Freizeitmöglichkeiten aller Art. Da gibt es jetzt inzwischen sehr, sehr viel. Das Thema Personal ist schon angesprochen worden. Einer der Vorteile in Indien ist sicherlich die Möglichkeit, ein oder mehrere Haushaltshilfen einzustellen, einfach auf Grundlage der lokalen Lohnniveaus. Hier geht der Trend, wie ich jetzt höre, zum Allrounder. Also früher hatten viele Experts, sagen wir jetzt, so einen ganzen Hofstaat, also einen Koch, einen Träger, einen ich weiß nicht was. Heute ist es so, dass man oft eine Live-In-Mate hat, also jemand, der mit der Familie gemeinsam in der dann hoffentlich großen Wohnung oder im Haus lebt und dann dort Aufgaben wahrnimmt. Ja, Schule und Kita, diese ganzen Aufgaben, ist ein großes Thema, wie Sie sich denken können. Davon gibt es auch. Deine Verbindung, wenn das jetzt nicht bei mir nur war, deine Verbindung war gerade weg für so 20 Sekunden. Willst du es nochmal wiederholen, was du gesagt hast gerade? Außer das war nur bei mir. Ging bei mir. Ja, bin ich zu hören, ja? Jetzt geht's wieder. Ich hören? Ich glaube, bei Allrounder haben wir dich ungefähr jetzt verloren. Ja, prima. Okay. Ein paar Sekunden. Ah, okay, gut. Genau, also genau, dann werde ich den Satz nochmal wiederholen. Also hier geht der Trend zum Allrounder, im Prinzip zu Live-In-Mate, wie es dann heißt. Also dass man eine Haushaltshilfe hat, die sich im Prinzip dann um alle Themen dort kümmert und mit in der hoffentlich groß genug Wohnung oder dann im Haus angesiedelt ist. Ja, Schule und Kita. Hier schicken die meisten Experts ihre Kinder in die International Schools, die es eigentlich auch in jeder größeren Stadt gibt. Die allermeisten der Schulen sind englischsprachig. Es gibt aber auch französische Schulen und auch deutsche Schulen in Neu-Delhi und Mumbai. Hier ist es aber nicht. Jetzt verliert man wieder, ne? Hier ist aber wichtig, die Kosten hier im Blick zu haben. Maja, du hörst ihn auch nicht mehr, oder? Genau, Christian, wenn du magst, versuch doch vielleicht mal deine Kamera eben doch auszuschalten. Aber ich glaube, die Verbindung ist gerade nicht ganz so optimal. Wir sehen und hören dich nicht. Letzte 30 Sekunden. Okay, wir warten mal kurz. Das geht bestimmt gleich weiter. Ah, jetzt kommt da Bewegung rein, super. Ja, bin ich zu hören und zu sehen noch, oder? Genau, jetzt hören wir dich gerade. Ich glaube, wenn du magst, vielleicht schalte doch mal die Kamera einfach aus. Ja. Vielleicht reduziert das die Bandbreite so ein bisschen. Ja. Okay, ich komme auch zum Ende. Bin jetzt gerade schon bei den Schlusssätzen. Hoffe, dass die Verbindung das noch mitmacht. Wollte noch kurz drei Themen ganz kurz ansprechen, die von Experts auch immer benannt werden, die jetzt das Leben in Indien beeinträchtigen durchaus. Das ist das Thema Umweltverschmutzung, was ja auch immer mal wieder in den Medien ist. Hier ist vor allem dann der Smog zu nennen, beispielsweise in Neu-Delhi. Straßen, Flüsse, Strände sind oft stark verdreckt, sind also alles Dinge, die man natürlich auch sieht, wenn man nur kurz in Indien ist.
Verkehr macht es schwierig, wenn man natürlich sehr viel Zeit drauf geht, wenn man jeden Tag unter Umständen stundenlang im Stau steht. Der Verkehr ist natürlich auch ein Risiko und Infrastruktur weiterhin, weil ich jetzt vielleicht nicht sagen sollte, Sie sehen, dass mein Internet ständig unterbrochen ist, obwohl ich in Berlin sitze, ist aber auch weiterhin ein Thema, auch für die Stromversorgung in den Großstädten zumindest inzwischen rund um die Uhr gegeben ist. Ja, die Flughäfen werden immer besser und man muss aber sagen, dass das natürlich schon Knackpunkte sind, diese drei, die natürlich sich auch in dem Internations Report niederschlagen. Ja, und kurzes Schlusswort vielleicht, also jetzt nach meiner Erfahrung in Indien, aber auch in anderen Ländern, muss man wohl sagen, dass Indien nicht für jedermann ist. Wenn Ihnen ein Job in Indien angeboten wird, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, einmal dorthin zu fahren, sich die Dinge vor Ort anzuschauen und wie Herr Matter auch schon sagte, Partnerin oder Partner auf jeden Fall mitnehmen, damit die Familie sich dort ein Bild vor Ort machen kann. Also hate it or love it, ist glaube ich so, was man dazu sagen kann. Ja. Gut, ja, vielen Dank. Ich möchte das Wort dann zurückgeben. Ja, super, danke dir, Christian. Danke für die Eindrücke und den Input. Und unser nächster Sprecher für heute ist Simone Poudou, der uns nun die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte der Thematik ein bisschen näher bringen wird. Und damit würde ich jetzt das virtuelle Mikro an dich abgeben, Simone. Ja, hallo Maya. Erstmal vielen herzlichen Dank für die nette Vorstellung eben und natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich bei MIIM beim Programm mitmachen kann zu mannigfaltigen Themen. Ganz kurze Frage, kann man meine Präsentation gerade sehen? Sehr gut, dann gehe ich meine gerade in den Präsentationsmodus. Ja, im Prinzip wie in allen Bereichen, auch beim XPETS, gibt es natürlich zwei Themen, die immer mit ins Spiel kommen. Das ist natürlich einmal Verträge und Steuern. Zu Steuern wird mein Kollege Tillmann natürlich gleich noch ausführlich berichten. Ich werde heute etwas mehr zu den vertraglichen, allgemein rechtlichen Aspekten zum Thema XPETS etwas erzählen, damit wir natürlich auch uns am Titel orientieren können, wie wir aus Ihrem XPET einen Expert machen, aber sicherlich auch für die Arbeitgeber zahlreiche Informationen. Ich würde sagen, goldene Regel, das A und O, wenn man einen Mitarbeiter ins Ausland schicken möchte, insbesondere auch nach Indien, ist definitiv die Strukturierung dieses Einsatzes. Ja, also man kann ihn nicht einfach hinschicken. Ja. Grundsätzlich kann man bei Auslandseinsätzen zwischen kurzfristigen, also bis circa 6 Monaten Einsätzen und längerfristigen Einsätzen, die dann über 6 Monate sind, unterscheiden. Wobei man hier kurze Einsätze meistens zum Beispiel als eine Dienstreise oder als eine Abordnung bezeichnet. Ja, die sind auch in der Regel vom Weisungsrecht des Arbeitgebers in Deutschland umfasst und stellen dann schon eher geringere Anforderungen. Ja, längerfristige Einsätze, also über 6 Monate, bezeichnet man dann eher als Entsendung oder Versetzung. Und heute geht es mir auch eher um diese längerfristigen Einsätze. Also wenn wir an den Begriff XPET denken, verbindet das, glaube ich, eigentlich keiner mit einer kürzeren Abordnung oder einer Dienstreise. Also da geht es dann schon um Leute, die, sage ich mal, bis 2 Jahre oder eben länger einfach sich im Ausland aufhalten. Was ist wichtig? Also für den jeweiligen XPET gibt es natürlich, jeder XPET oder jeder Mitarbeiter, der gefragt wird, hey, sag mal, möchtest du ins Ausland gehen? Der wird sich, wenn er denn dazu bereit ist, erstmal ein paar Fragen stellen. Also, was ist mit meinen Rentenbeiträgen? Was ist, wenn ich in der Zeit arbeitslos werde? Wo wird mein Gehalt bezahlt? In Deutschland oder vielleicht in Indien? Was ist mit meinen laufenden Kosten in Deutschland, wenn zum Beispiel ich ohne meine Familie nach Indien gehe? Ist das Visa-Verfahren wirklich super einfach, wie Herr Matter das eben auch gesagt hat, oder kann es da vielleicht auch dort zu Komplikationen kommen? Ja? Welche Aspekte müssen hier beachtet werden? Und was muss ich alles beachten, wenn meine Familie mitkommt? Ja? Daher würde ich sagen, dass wir summa summarum 4 Themenkomplexe haben, mit denen man sich beschäftigen muss. Das ist einmal die Vertragsgestaltung, dann klar Steuern im Rahmen vom Doppelbesteuerungsabkommen, Sozialversicherungsabkommen ist ein Themenbereich, das zwischen Deutschland und Indien besteht und natürlich das Thema Visa und Immigration.
Kommen wir aber zur Vertragsgestaltung als Kernthema, ja, aus rechtlicher Sicht. Ich denke, zu unterscheiden haben wir hier einmal die sogenannte Arbeitnehmerentsendung und einmal die sogenannte Arbeitnehmerversetzung. Ja. Bei einer Arbeitnehmerentsendung verbleibt der rechtliche Arbeitgeber regelmäßig in Deutschland, aber der wirtschaftliche Arbeitnehmer kann durchaus nach Indien wechseln. Ja. Grundsätzlich ist eine Entsendung eher auch in einem beschränkten Zeitraum. Ja, also zum Beispiel ist das in der Regel der Fall, wenn der Auslandseinsatz nicht länger als 48 Monate gelten soll. Wichtig ist hier, warum brauchen wir einen sogenannten Entsendevertrag oder ein Secondment Agreement? Weil halt eben die Spezifika des Auslandseinsatzes in der Regel nicht im bereits bestehenden Arbeitsvertrag zwischen dem Mitarbeiter und dem deutschen Unternehmen geregelt sind. Daneben gibt es die sogenannte Arbeitnehmerversetzung. Wichtiger Unterschied, hier wird in der Regel der Arbeitsvertrag in Deutschland auch ruhend gestellt, bei der Entsendung in der Regel auch, ja. Aber es wird ein lokaler Arbeitsvertrag mit dem indischen Unternehmen geschlossen. Das heißt, sowohl der rechtliche als auch der wirtschaftliche Arbeitgeber wechselt hier nach Indien. Und in der Regel wird der Arbeitnehmer schon für 2 Jahre oder länger, oftmals 3 oder 4 Jahre, nach Indien geschickt. Welche Punkte sind aber darüber hinaus wichtig? Also bei wem, also bei der Beachtung auch vielleicht, für welche Variante man sich entscheiden möchte. Ja? Also bei wem sollen die Weisungsrechte liegen? Hier kommt es aber zum Beispiel auch auf die Position an. Habe ich zum Beispiel einen General Manager oder möchte ich einen Managing Director als Expert haben? Dann ist es so, dass er natürlich auch die Brücke bilden muss, wie Herr Matter eben schon richtig gesagt hat. Und er muss sich natürlich um das Daily Business in Indien kümmern, ja. Hat auch mit dem Board of Directors, muss da die Weisung entgegennehmen, hat aber natürlich auch, sage ich mal, die Strategie des Mutterkonzerns in Deutschland mit im Hinterkopf zu behalten und zu verfolgen. Anders sieht das zum Beispiel aus, wenn wir jetzt einen Ingenieur nach Indien schicken. Ja, der ist vielmehr nur in der indischen Bubble des Unternehmens mit drin und soll vielleicht Prozesse optimieren oder eine Production Line aufbauen. Ja, hat also in dem Moment, wo er dann in Indien ist, eigentlich weniger mit dem, was in Deutschland geschieht, zu tun, ja, weswegen er auch eher da das indische Unternehmen, das Board of Directors oder der Managing Director die Weisungsrechte übernehmen. Wie bereits gesagt, halt auch die Dauer des Einsatzes spielt hier eine Rolle. Also über 48 Monate ist in der Regel von einer Arbeitnehmerversetzung zu sprechen. Wichtig natürlich auch, wer soll das Gehalt bezahlen? Ja, also wird zum Beispiel darauf bestanden, dass das Gehalt weiterhin aus Deutschland bezahlt wird, ist es bei einer Arbeitnehmerversetzung schwierig. Ja, denn das indische Unternehmen, wenn ein lokaler Arbeitsvertrag besteht, rein rechtlich betrachtet, darf das indische Unternehmen kein Gehalt nach Deutschland schicken. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich eher dann eine Entsendung. Ja? Und dann haben wir natürlich aber wieder den zeitlichen Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, von maximal 48 Monaten. Ja? Soll das Gehalt in Indien bezahlt werden, dann ist natürlich eine Arbeitnehmerversetzung schon eher praktikabel mit einem lokalen Anstellungsvertrag. Das hat dann aber noch weitere Aspekte, auf die ich gerne später eingehen möchte. Dann darüber, welche arbeitsrechtlichen Vorschriften gelten denn eigentlich? Ja, also bei einer Arbeitnehmerentsendung zum Beispiel haben wir eher deutsche arbeitsrechtliche Vorschriften, die dann gelten können. Ja, man kann also deutsches Recht vereinbaren. Es ist aber wichtig hier zu sagen, dass gewisse indische arbeitsrechtliche Vorschriften, wie zum Beispiel Ruhezeiten oder auch allgemein die Arbeitszeiten, diese oder Arbeitsschutzvorschriften, diese richten sich dann natürlich nach indischem Recht. Ja, ganz anders, wenn wir einen lokalen Anstellungsvertrag haben, da lohnt es sich oder ist es eigentlich nicht ratsam, deutsches Arbeitsrecht zu vereinbaren, aus einem ganz einfachen Grund. Man muss ja bedenken, dass man einen indischen Arbeitgeber hat mit einem dann Expat, der einen lokalen Anstellungsvertrag hat, also einen indischen Arbeitsvertrag. Da wäre es halt einfach etwas lebensfern, wenn man hier deutsches Recht vereinbaren würde. Ja, es gibt natürlich dann gewisse Aspekte, wie zum Beispiel auch den Urlaub, den man dann aber anders gestalten kann.
Also so viel erstmal zum Thema Vertragsgestaltung. Kommen wir zum Sozialrecht. Also hier ist immer wichtig zu sehen, dass Indien und Deutschland haben ein sogenanntes Sozialversicherungsabkommen. Aber ganz wichtig, das deckt nur die Renten- und Arbeitslosenversicherung ab. Also zum Beispiel Aspekte wie Krankenversicherung, die sind hiervon nicht umfasst. Ist das Sozialversicherungsabkommen einschlägig, muss man auch hier unterscheiden zwischen der Dauer des Vertrags. Zum Beispiel besteht eine Entsendung bis zu 48 Monate, dann muss man eine sogenannte Entsendevereinbarung schließen. Ja, das ist letztendlich so eine Art Sideletter. Besteht der Einsatz über 48 Monate, handelt es sich halt nach diesem Abkommen um keine Entsendung mehr. Das heißt, eine Entsendevereinbarung wird nicht abzuschließen sein, sondern man braucht eine sogenannte Ausnahmevereinbarung. Hier geht es dann darum, auch etwaige Genehmigungen von zum Beispiel der gesetzlichen Rentenkasse oder DVKA eingeholt werden müssen. Falls das Sozialversicherungsabkommen aber nicht zur Anwendung kommt, ja, dann sieht man auf meiner Folie jetzt dieses X, ja, dann kommt sogenannte lokale Rentenversicherung ins Spiel. Das ist der sogenannte Provident Fund. Für ausländische Arbeitnehmer, sogenannte International Workers, besteht aber dann zum Beispiel unabhängig von der tatsächlich eingehaltenen Höhe bei Ausreise die Möglichkeit, die eingezahlten Beträge sich wieder auszahlen zu lassen. Ja, ist es zum Beispiel, besteht kein Sozialversicherungsabkommen, dann gibt es diese Ausnahmen gar nicht, dann müssen lokale Arbeitnehmer, also Expats, in das lokale Rentenversicherungssystem einzahlen und können es sich auch in der Regel nicht direkt auszahlen lassen, sondern erst bei Erreichen der sogenannten Altersgrenze, die aber in Indien geringer ist, das war dann irgendwo bei Mitte 50 Jahren, wo man sich dann quasi die eingezahlten Beträge später austeilen lassen kann. Aber für deutsche Expats trifft das in der Regel nicht zu, da wir halt einfach das Sozialversicherungsabkommen haben. Kommen wir zur Krankenversicherung, die ja nicht von dem Sozialversicherungsabkommen gedeckt ist. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ja, also es gibt einmal die lokale Krankenversicherung. Die muss man auch sagen, die sind in Indien eigentlich gut. Und es handelt sich dann in der Regel um private Krankenversicherung. Die sind aber deutlich erschwinglicher als in Deutschland zum Beispiel. Das muss man sagen. Da ist eine gute Krankenversicherung mit für die Familie. Da kann man dann mit um die 400 bis 500 € zum Beispiel rechnen. Expat-Versicherungen über, sage ich mal, größere Anbieter, wie zum Beispiel auch die Allianz oder andere, sind dann schon deutlich teurer. Ja, das geht dann eher auf die deutschen Verhältnisse von den Monatsbeiträgen. Eine andere Alternative ist natürlich eine Gruppenversicherung. Ja, also manche größere Unternehmen bieten da das durchaus an, dass man für die eigenen Expats dann weltweit geltende Gruppenversicherung haben. Da ist dann halt eher die Frage, wer trägt die Kosten? Bezahlt das Unternehmen das? Wird es verrechnet mit dem indischen Unternehmen? Oder bekommt der Arbeitnehmer zum Beispiel ein höheres Gehalt und trägt die Kosten aber selbst? So viel erstmal zum Sozialrecht. Kommen wir nun zum Thema Employment Visa, also Visa und Immigration. Also ich stimme Herrn Matter da schon zu, dass Employment Visa ist nicht schwierig zu erhalten, wenn die entsprechende Dokumentation vorliegt. Ganz besonders wichtig ist hier immer, dass ein sogenanntes Letter vorbereitet wird, wo erklärt wird, warum denn der Expat als Spezialist gerade in Indien gebraucht ist. Also warum gibt es keinen indischen Mitarbeiter, der diese Rolle übernehmen kann. Lässt sich aber in der Praxis immer ganz gut darstellen, zum Beispiel auch bei Mitarbeitern, die entsandt werden, die aber schon länger für den Mutterkonzern tätig sind, ist das in der Regel eher unproblematisch. Wann brauche ich denn so ein Employment Visa? Das ist eigentlich relativ unkompliziert. Ein Business Visa berechtigt halt nur für einen Aufenthalt von 90 Tagen in 180 Tagen. Das heißt, möchte ich einen wirklichen Expat nach Indien schicken, der dauerhaft vor Ort ist, reicht natürlich ein Business Visa grundsätzlich schon mal nicht aus. Dann benötige ich einfach ein Employment Visa. Das habe ich jetzt bekommen. Und jetzt geht es dann an den Umzug. Das heißt, ich bin jetzt nach Indien umgesiedelt. Was passiert jetzt? Ich muss mich beim sogenannten Foreign Registration Office registrieren. Das ist
wenn man es mal vereinfacht sagen möchte, eigentlich die indische Version des Ausländeramtes. Und auch nicht anders, als wenn man nach Deutschland emigriert, muss man sich dort halt einfach registrieren. Dann ist natürlich ein gewisser Dokumentationsaufwand wieder notwendig, ist aber mittlerweile ein Verfahren, was komplett online abläuft und man nur in bestimmten Fällen wird man halt nochmal gebeten, bei der Behörde vorstellig zu werden. Das kann am Anfang immer mal passieren, gerade wenn man erstmalig einreist. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass diese FRO-Registrierung jährlich verlängert werden muss. Aber auch das ist ein Prozess, der mit der richtigen Vorbereitung gut gemanagt werden kann. Was ist die sogenannte C-Form? Ja, die C-Form ist, vereinfacht gesagt, würde ich sagen, die indische Form der Meldebescheinigung. Das läuft in der Regel so ab, man zieht nach Indien um, man hat dann irgendwann eine Wohnung gefunden. Und dann gibt es ein Formular, was man ausfüllen muss. Und das wird dann zur nächstgelegenen oder zuständigen Polizeistation gebracht. Die bestätigen das dann. Und auf Basis dessen wird dann die C-Form generiert. Ja, wichtig ist, wenn man dann zum Beispiel einmal eine Wohnung gefunden hat, wird die vom Vermieter generiert. Also es ist nicht so, dass man die dann vom FRO oder online einfach bekommt, sondern die muss dann vom jeweiligen Vermieter generiert werden. Und auch wichtig oder gut zu wissen, egal, wo ich als Expat in Indien unterwegs bin und auch wenn ich nur am Wochenende zum Beispiel mir Kerala angucken will und dort in einem Hotel unterkomme, wird immer vom Hotel auch eine C-Form generiert. Denn nach indischen Regularien muss halt immer klar sein, wo der jeweilige Expat sich gerade in Indien befindet. Spannend, weil das ist am Anfang nicht ganz so klar. Dann ein ganz essentieller Schritt ist die Beantragung der sogenannten PAN, Permanent Account Number. Das ist im Prinzip die indische Steuer-ID. Die ist ganz wichtig, weil zum Beispiel ohne die kann ich auch ein Bankkonto nicht eröffnen. Ist aber auch mittlerweile ein Online-Prozess. Also wir können schon sehen, an der ganzen Reihe Indien ist da ziemlich durchdigitalisiert, auch wenn es da natürlich immer noch Verbesserungsbedarf gibt. Aber das ist schon deutlich vereinfacht worden in den nächsten Jahren. Hier jetzt nochmal ein paar Aspekte aus der Praxis. Visakosten zum Beispiel für die Familie. In der Regel ist das ein Punkt, der von den Arbeitgebern übernommen wird. Ja, also das kann man dann halt auch vertraglich entweder in der Entsendevereinbarung oder in dem lokalen Arbeitsvertrag regeln, dass die Kosten übernommen werden. Kommen zur Vertragsgestaltung, also zusätzliche Aspekte zum eigentlichen Gehalt sind dann immer okay, welche Wohnung. Hier ist auch immer ganz entscheidend, in welcher Stadt werde ich denn eingesetzt. Also zum Beispiel Mumbai hat viel höhere Mietkosten, als das zum Beispiel in Pune der Fall ist. Also da gibt es gravierende Unterschiede. Und auch natürlich, welchen Standard möchte ich, gerade wenn ich sage, okay, von der Wohnung möchte ich eher meinen westlichen Standard behalten. Würde ich sagen, liegt man bei den Mieten schon durchaus über dem Mittel, auch gerade vor dem Hintergrund, dass es meistens dann ganz oft, wenn es nicht eigene Häuser sind, aber zumindest große Apartments in großen Societies sind. Die haben dann einen Pool und ein Gym, vielleicht sogar noch einen kleinen Park nebendran. Das heißt, das sind natürlich alles Aspekte, die die Miete dann nach oben anheben. Man kann hier auf der Folie sehen, Firmenwager und darunter Fahrer. Ja, und das ist auch tatsächlich so, wie Christian eben gesagt hat, in Indien fährt man eigentlich selten selbst. Ja, also meistens hat man dann schon einen Fahrer. Also ich kenne auch viele Leute, die fahren zum Beispiel gerade am Wochenende selber, aber unter der Woche, insbesondere wenn dann vielleicht sogar das eigene Büro halt nicht eben ums Eck ist, sondern man, was durchaus üblich ist, 45 Minuten, eine Stunde oder anderthalb Stunden im Auto sitzt, dann kann man die Zeit auch einfach besser nutzen. Ja, und deswegen ist ein Firmenwagen mit Fahrer eigentlich schon die Regel bei Expats. Gut, und dann Umzugskosten, Heimatflüge zu privaten Zwecken, das sind natürlich alles auch Details, die sind jetzt auch nicht indienspezifisch, sondern die gibt es natürlich auch, egal wo der Expat hinfliegt, sind das ganz oft Vertragsbestandteile. Währungsrisiko, was ist damit gemeint? Naja, ich kann natürlich in dem Vertrag vereinbaren, dass ich die Summe X an Euro bekomme. Ja, aber ganz wichtig, der indische Arbeitgeber darf das Gehalt nicht in Euro auszahlen. Er muss es in indischen Rupien auszahlen. Ja, das heißt natürlich, wenn auf einmal der Wert der Rupie abnimmt
im Laufe meines Einsatzes, ja, dann kriege ich natürlich im Prinzip weniger Gehalt. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Man kann halt entweder natürlich einen festen Wechselkurs vereinbaren. Und dann haben beide Seiten eine sichere, so eine Klarheit und ein gewisses Sicherheitsgefühl. Oder man vereinbart halt einfach direkt und einen indischen Rupienbetrag als Gehalt. Ja, und dann besteht natürlich ein gewisses Risiko, dass der Währungskurs mal steigt oder mal sinkt. Aber gut, das ist dann natürlich einfach so, für die eine Seite dann mal besser, mal für die andere Seite. Die nächste Punkt, brauche ich ein zusätzliches Bankkonto in Indien? Ja, definitiv. Also da bin ich ein ganz starker Vertreter für. Zum einen macht es auch einfach das alltägliche Leben einfacher. Ja, ich kann die Miete kann ich nicht einfach zum Beispiel aus Deutschland überweisen. Ja, die muss ich von einem indischen Bankkonto überweisen. Aber in Indien ist zum Beispiel auch das digitale Bezahlen per Apps wie Google Pay Standard geworden, auch weil internationale Kreditkarten nicht immer und überall bei jeder Gelegenheit funktionieren, weil manchmal auch einfach die entsprechenden Geräte nicht vorhanden sind. Ja, und bei so digitalen Bezahlmöglichkeiten kann ich zum Beispiel ein ausländisches Bankkonto nicht hinterlegen. Ja, da brauche ich ein indisches Bankkonto. Zusätzliche Steuerlast. Da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, vereinbart denn man denn jetzt ein Nettogehalt oder vereinbart man ein Bruttogehalt? Bei dem Nettogehalt wäre es dann so, dass quasi der indische Arbeitgeber oder deutsche Arbeitgeber die Steuerlast dann zusätzlich trägt. Also ich würde sagen, dass hat jetzt erstmal die wichtigsten Aspekte abgedeckt. Natürlich, wenn es um rechtliche Themen geht, da kann man auch immer 2, 3, 4 Stunden drüber sprechen, aber ich glaube, das erspare ich heute mal allen. Ja, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo ein Expert nach Indien geschickt werden möchte, stehe ich natürlich aber auch immer gerne bereit. Sie können mich jederzeit kontaktieren. Sehr, sehr gerne. Jetzt. Ja, danke Simone für diese Danke für diese wirklich interessanten und relevanten Informationen aus diesem Bereich. Und damit eigentlich auch direkt weiter im Text. Mein Kollege Tilman Ruppert wird Ihnen jetzt die wichtigsten Infos zum indischen Steuerrecht näher bringen. Und ja, danke, dass du auch dabei bist heute, Tilman. Genau, deine Präsentation können wir auch sehen. Prima. Das ist super. Hallo. Dann fange ich auch direkt an. Das indische Steuerrecht in 15 Minuten jetzt mal kurz für einen Expert darzustellen, klappt, glaube ich, in der Tat. Die wichtigsten Aspekte, auf die möchte ich eingehen, fangen wir mal direkt an. Also, oder was schauen wir uns an eigentlich? Wir schauen uns an, wann man eigentlich in Indien steuerpflichtig wird, wenn man in Indien arbeitet, kürzer oder länger, welche Lohneinkünfte sind mit welchem Steuersatz zu versteuern? Was ist Teil der Bemessungsgrundlage der Steuer? Welche Themenkreise gibt es noch links und rechts des Themas Steuer, Income Tax Berechnung? Wie strukturiere ich vielleicht eine langfristige Entsendung? Der Simone hatte da auch gerade das Wort Versetzung schon benutzt. Und ein ganz kurzer Ausflug in moderne Arbeitswelt, das heißt Workation, glaube ich, also Verbindung Urlaub und Arbeit, Mobile Home, Mobile Office. Grundsätzlich ist es so, dass immer nach nationalem indischen Recht ist es immer so, wenn Sie in Indien arbeiten und dafür Geld bekommen, von wem auch immer, deutscher, indischer Arbeitgeber, dann ist das auch in Indien zu versteuern. Also Sie arbeiten in Indien, Sie kriegen ja Geld und damit sind Sie auch in Indien steuerpflichtig. Das ist das nationale indische Recht. Aber das nationale indische Recht wird eingeschränkt durch die geltenden Doppelbesteuerungsabkommen, die Indien geschlossen hat mit anderen Ländern. Es ist so, ein Doppelbesteuerungsabkommen setzt nie eine Steuerpflicht fest. Die Charging Section, wie sie auch heißt, die findet sich, muss sich immer im nationalen Recht finden, zum Beispiel eben im indischen Income Tax Act. Das Doppelbesteuerungsabkommen beschränkt nur die Besteuerungsrechte der betroffenen Staaten, hier des Tätigkeitsstaats Indien in unserem Fall. Und deswegen, wenn wir also den Grundsatz wissen, wir gehen nach Indien und müssen dann eben ab Tag 1 eigentlich Steuern zahlen in Indien. Gut, es gibt eine gewisse Steuerfreigrenze, einen Steuerfreibetrag in Indien. Erst wenn man den überschreitet, müsste man Steuern genau genommen zahlen. Ist aber recht niedrig. Also immer wenn man in Indien arbeitet, muss man
eigentlich Steuern zahlen in Indien. Wenn wir das jetzt wissen, müssen wir uns angucken, gibt denn das DBA, Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland, Indien, auch Indien das Recht, immer zu besteuern oder gibt es da Ausnahmen? Und da gibt es eine wesentliche Ausnahme, das ist hier auf der rechten Seite immer dann, wenn der Ausländer seinen Wohnsitz im hier in Deutschland hat, seinen gewöhnlichen Aufenthalt zum Beispiel in Deutschland hat, also unbeschränkt steuerpflichtig ist in Deutschland, gilt er als im Abkommensrecht in Deutschland steuerlich ansässig nach dem Artikel 4 DBA. Und wenn ich ein in Deutschland steuerlich ansässiger eine Deutschland steuerlich ansässige Person bin und arbeite in Indien, kann ich eben gegen eine Steuerpflicht in Indien das die Regelungen des DBAs zur Anwendung bringen. Umgekehrt gilt es auch auf der linken Seite, wenn ich in Indien steuerlich ansässig bin und also in INPET nach Deutschland im Endeffekt in Indien steuerlich ansässig bin und dann in Deutschland arbeite, kann ich gegen eventuelle beschränkte Steuerpflicht in Deutschland auch einwenden. Nein, ich bin Inder, für mich gilt das DBA Deutschland Indien und in Deutschland hat eben nun beschränktes Besteuerungsrecht. Aber wir sind mit dem Expat-Fall, also in dem rechten Fall, wir gehen davon aus, dass der Expat in Deutschland steuerlich ansässig ist. Es gibt auch Fälle, in denen die nationalen Rechte Deutschland, Indien davon ausgehen eigentlich, dass der Steuerpflichtige sowohl in Indien, das sagt das indische Recht dann, und sowohl in Deutschland, das sagt das deutsche Recht, ansässig sind. Wann kann das passieren? Wenn man eben den Wohnsitz zum Beispiel in Deutschland beibehält, Wohnung beibehält, wenn man nach Indien zieht, aber eben man hält sich relativ lange in Indien auf, dann ist man aufgrund des Aufenthaltsdauer in Indien steuerpflichtig, aber aufgrund des Wohnsitzes noch in Deutschland auch steuerpflichtig. Und man hat eigentlich zwei kollidierende Steuerpflichten dann und man wäre eigentlich in beiden Staaten steuerlich ansässig. Und das gibt es aber nicht, diese Situation nach einem Doppelbesteuerungsabkommen. Dieser Konflikt wird aufgelöst und zwar wird dann gesehen, wo ist eigentlich die ständige Wohnstätte, wo ist der Mittelpunkt des Lebensinteresses des Ausländers, des Deutschen hier, wenn der nach Indien geht zum Beispiel, und wo ist sein gewöhnlicher Aufenthalt. Das ist eine Kaskadenprüfung im Endeffekt. Das heißt, den gewöhnlichen Aufenthalt zum Beispiel, den würde man erst anschauen, wenn zu dem Mittelpunkt der Lebensinteressen keine klare Entscheidung getroffen werden kann. Schauen wir uns mal einen typischen Fall an. Und zwar würde ich sagen, wir schauen uns mal den zunächst mal den rechten Fall an. Wir haben also einen Deutschen, der oder meinetwegen auch einen Inder, ne, der in Deutschland lebt und da also seinen alleinigen Wohnsitz hat. Oder er hat bei einem doppelten Wohnsitz, sowohl in Deutschland als auch in Indien, würden wir definieren, dass er seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat. Wann würden wir das annehmen, den Lebensmittelpunkt in Deutschland? In der Regel, wenn die Familie auch in Deutschland ist. Die Engel der Familie meine ich nicht die Entfernte der Familie, sondern Ehegattin, die in Deutschland ist, dann ist in der Regel auch der Lebensmittelpunkt in Deutschland. Das erkennt Indien so an. Also abkommensrechtlich eine Situation, der Mitarbeiter hat nur den Wohnsitz in Deutschland oder er zieht ja in der Regel nach Indien und damit würde er auch einen doppelten Wohnsitz haben, in Indien ja auch eine Wohnung. Der Lebensmittelpunkt, die Familie bleibt in Deutschland. Damit gilt dieser Mitarbeiter aufgrund des Lebensmittelpunkts in Deutschland weiter als in Deutschland steuerlich ansässig. Für so einen Mitarbeiter gilt die bekannte Ausnahme von 183 Tagen, eine freie Grenze, wenn dieser Mitarbeiter weniger als 183 Tage im indischen Finanzjahr, 1.4. bis 31.3. in Indien sich aufhält, aus welchen Gründen auch immer, kann sogar Urlaub sein, dann bleibt es bei der Steuerpflicht nur in Deutschland. Wenn er allerdings sich mehr
als 183 Tage in Indien auffällt. Und das sind ja heute auch die Fälle, über die wir vor allem reden, diese Expat-Fälle nach Indien, längerfristige Entsendungen nach Indien. Oder wenn er eben mitarbeitet beim indischen Arbeitgeber, wirtschaftlichen Arbeitgeber, wenn der Lohn durch den wirtschaftlichen Arbeitgeber getragen wird, oder wenn der Mitarbeiter für eine Betriebsstätte des Deutschen, also ertragssteuerliche Betriebsstätte des deutschen Arbeitgebers in Indien arbeitet, dann hat Indien ein Besteuerungsrecht und dann muss der Deutsche, obwohl er eben abkommensrechtlich in Deutschland weiter steuerlich ansässig ist, in Indien Steuern zahlen. Es kann aber auch, schauen wir uns mal den linken Fall an, anders aussehen, und zwar vor allem eben, wenn die Mitarbeiter mit Familie rübergehen. Wenn Mitarbeiter mit Familie rübergehen nach Indien, dann geht eben auch der Lebensmittelpunkt nach Indien. Und wenn der Lebensmittelpunkt nach Indien geht, dann ist auch die steuerliche Ansässigkeit im abkommensrechtlichen Sinne nicht mehr in Deutschland gegeben, sondern in Indien gegeben. Das heißt, in so einem Fall kann der Mitarbeiter überhaupt nicht mehr sagen, für mich gilt eine 183-Tage-Regelung oder Ähnliches. In diesem Falle kann der Mitarbeiter überhaupt nicht mehr das DBA Deutschland-Indien gegen eine Besteuerung in Indien zur Anwendung bringen. Eben nur umgekehrt. Wenn so ein Mitarbeiter wieder in Deutschland arbeiten würde, ist ja quasi steuerrechtlich jetzt ein Inder. Wenn so ein steuerrechtlicher Inder in Deutschland arbeiten würde, dann könnte er wieder diese Freigrenzen und so weiter zur Anwendung bringen. Aber für unseren Expat-Fall nach Indien gilt eben, nehmen Sie mit, wenn Sie kurzfristig nach Indien gehen und die Familie in Deutschland bleibt, in der Regel gilt dann, sind Sie in der Regel in Indien nicht steuerpflichtig. Das gilt für Sie diese 183-Tage-Grenze, außer eben Hauptfall, Sie zum Beispiel gehen auf eine, Sie arbeiten bei einer Montage mit in Indien, auf einer Montagebetriebsstätte Ihres deutschen Arbeitgebers. Oder Sie gehen eben nach Indien und nehmen Ihre Familie mit, dann sind Sie ab Tag 1 in Indien steuerpflichtig, oder Sie gehen nach Indien und Ihr Lohn wird durch einen indischen Arbeitgeber getragen, auch dann sind Sie ab Tag 1 steuerpflichtig in Indien. Nun, was gehört eigentlich zum steuerbaren Lohn in Indien? Was ist eigentlich Teil der Bemessungsgrundlage? Im Endeffekt alles, was Sie bekommen. Auch zum Beispiel Themen, die in Deutschland oder Bestandteile, die in Deutschland steuerfrei gestellt sind, teilweise auslösen, ne, und Verpflegungsmehraufwand für Tätigkeiten. Sowas zum Beispiel wäre in Indien auch steuerpflichtiger Lohn. Bonuszahlungen sind natürlich auch Teils des Lohns in Indien. Interessant sind die geldwerten Vorteile, zum Beispiel zur Verfügungstellung einer Wohnung oder eines Fahrzeugs oder Übernahme von Mietkosten. Die sind in Indien steuerpflichtige Lohnbestandteile, aber nur sehr gering besteuert. Es gibt da große Möglichkeiten der Steuergestaltung und es macht durchaus Sinn, einen guten Teil des Gehaltes eben auch oder einen guten Teil irgendwo der Kompensation für Indien auch über eine, zum Beispiel eine sehr gute Wohnung darzustellen, dem Mitarbeiter da einen Benefit zu geben, weil das für ihn eben steuerlich deutlich von Vorteil ist. Es gibt gewisse Abzugsmöglichkeiten in Indien, allerdings in der Regel in geringerem Umfang als in Deutschland. Von Betracht und erheblicher sind dann die Schulgebühren für Kinder, die mit nach Indien gehen. Steuersätze, Pi mal Daumen, 30% ist die Steuerbelastung von höheren Einkünften. Ich habe jetzt mal so zum Beispiel bei 100.000 Euro mal berechnet, Jahreseinkünfte von 100.000 Euro, haben wir eine Steuerlast von circa 30%. Es gibt da zwei unterschiedliche Möglichkeiten, den Steuersatz zu berechnen. Einmal niedrigeren Steuersatz ohne bestimmte Abzugsmöglichkeiten, einmal einen höheren Steuersatz mit bestimmten Abzugsmöglichkeiten. Beides kommt aufs Gleiche raus, aber eben für den Fall, dass Wohnung oder Miete übernommen werden sollen durch den Arbeitgeber, dann Wohnung gestellt, Miete übernommen, dann sollten Sie die Option des höheren Steuersatzes mit der Möglichkeit des Abzugs von Auffindungen wählen. Aber das ist dann auch, sonst fallen diese Vergünstigungen für Mieten, House Rent Allowance,
fallen sonst weg. Aber das ist dann Teil der Steuerberatung. Ist es dann auch notwendig, in Indien sich steuerlich zu registrieren, die Permanent Account Number, die mein Kollege schon angesprochen hat, und eine Steuererklärung ist auch abzugeben. Eigentlich sogar, wenn Sie Kurzzeit in Indien sind, nur 180 Tage und damit eben nicht in die Steuerpflicht fallen, selbst dann müssten Sie eigentlich eine Steuererklärung abgeben, rein technisch gesehen in Indien, weil Sie sich auf die Regelungen des Doppelbesteuerungsabkommens berufen. Und das will die indische Finanzverwaltung wissen und will also Ihren Fall zur Prüfung vorgelegt haben. Und das erreichen Sie eben nur dann, wenn Sie die Steuererklärung abgeben. Macht aber de facto kein Mensch. Also de facto ist es so, wenn Sie in Indien steuerpflichtig werden, also jemand, Sie diese Freigrenze zum Beispiel von 183 Tagen überschreiten, beim indischen Arbeitgeber arbeiten oder mit Familie nach Indien gehen, dann müssen Sie dann eben eine Steuererklärung abgeben. Das führt uns auch gleich zu den weiteren Themenkreisen, die Sie dann betreffen. Den ersten hatte ich schon genannt. Wenn Sie in Indien steuerpflichtig werden, gegebenenfalls werden Ihre Lohneinkünfte, wenn Sie noch steuerpflichtig sind, in Indien freigestellt, in Deutschland generell noch steuerpflichtig sind, in Deutschland freigestellt. Muss sich Ihr Arbeitgeber auch darum kümmern. Wichtig ist das Thema, und jetzt blickt man über den Tellerrand auf der Folie und auch auf der nächsten, des Betriebsstättenrisikos für das deutsche Unternehmen. Ich habe es vorhin den Begriff schon verwendet. Betriebsstätte bedeutet im Endeffekt, dass Ihr Mitarbeiter oder dass Sie für das deutsche Unternehmen arbeiten in Indien und das deutsche Unternehmen durch Ihre Tätigkeit und die Tätigkeit anderer Kollegen, die mit Ihnen nach Indien gehen, gegebenenfalls eine Steuerpflicht begründet in Indien. Und diese Steuerpflicht nennt sich Betriebsstätte. Und zum Beispiel kann das passieren, wenn das deutsche Unternehmen eine Montage macht in Indien von mehr als 6 Monaten Dauer oder eine Vertreterbetriebsstätte hat oder selten eine feste Geschäftseinrichtung hat in Indien. Also Sie können im Endeffekt Ihre Tätigkeit in Indien kann für das deutsche Unternehmen große Konsequenzen haben. Deswegen ist es sehr wichtig, vor einer Dienstreise, aber natürlich auch vor einer längerfristigen Entsendung oder einer Versetzung nach Indien, sich diese Thematiken anzuschauen. Was sind die Konsequenzen für das deutsche Unternehmen? Und hier ein wichtiger Aspekt dann, was passiert eigentlich, wenn ich eben zum Mitarbeit bei der indischen Gesellschaft rübergehe nach Indien, wenn ich also dort mitarbeiten soll? Man würde aus der deutschen Brille annehmen, naja, wenn der wirtschaftliche Arbeitgeber, so nennt sich das, nach Indien wechselt, also wenn Sie dort mitarbeiten, in den Arbeitsablauf integriert sind, dort der Weisung unterliegen, ist Ihr deutscher Arbeitgeber eigentlich safe. Ihr deutscher Arbeitgeber könnte eventuell auch noch den Lohn weiterzahlen, die indische Gesellschaft könnte den Lohn erstatten oder ähnliches, aber so einfach ist es in Indien nicht mehr. Es gibt da seit einer wichtigen Entscheidung, ich glaube, es war Delhi High Court im Fall Centrica, doch deutliche Risiken für die entsendende Gesellschaft, also das deutsche Mutterhaus, wenn sie nach Indien gehen. Es bleibt im Endeffekt, und da gibt es eine ganz neue Entscheidung, ITAT, Income Tax Appellate Tribunal in Delhi, im Fall Yamazen, das war ein japanisches Unternehmen, nur die Möglichkeit einer langfristigen Versetzung, also beim langfristigen Entsendung, eine Versetzung zu erreichen in Indien. Das heißt, dass sie wirklich in Indien angestellt werden, dass die indische Gesellschaft diese Anstellung auch kündigen darf, dass die indische Gesellschaft dieses Gehalt zahlt, dass die indische Gesellschaft ein Weisungsrecht über sie hat, dass sie in den indischen Arbeitsablauf, das ist auch klar, integriert sind, Urlaubsfreigabe durch Indien und so weiter und so weiter. Und dass sie halt eben auch im Arbeitsbereich der indischen Gesellschaft dann arbeiten, zum Beispiel dort eben mit bei der Produktion arbeiten oder im Controlling oder im internen Controlling der indischen Gesellschaft oder wo auch immer. In Deutschland wäre Ihr Anstellungsvertrag dann ruhen zu stellen, gegebenenfalls natürlich mit einem Rückkehrrecht nach Deutschland, eventuell eben auf die gleiche Position auch. Da kann man sich natürlich auch einiges ausbedingen lassen. Aber Weisungsrechte, wie gesagt, müssen auf die indische Gesellschaft übergehen. Und das sollte auch zwischen der deutschen und indischen Gesellschaft nochmal klargestellt werden in einem Intercompany Agreement, all diese Themen, dass Sie für die indische Gesellschaft arbeiten. Als Gegenargument gegen diese Struktur hört man oft, naja, der Mitarbeiter ist halt ziemlich teuer.
Daraus folgt zweierlei. Die indische Gesellschaft soll den Lohn nicht sehen, dass der Deutsche, sagen wir mal, 100.000 Euro im Jahr kriegt eben und die indischen Mitarbeiter einen kleineren Teil, beim ähnlichen Tätigkeitsumfang vielleicht. Ein Argument dagegen, das zweite Argument dagegen, die indische Gesellschaft kann die Kosten nicht wirtschaftlich tragen. Fangen wir mit dem letzten Argument an. Die indische Gesellschaft wird in der Regel oder wird oft eine sogenannte aus Verrechnungspreissicht Routinegesellschaft sein im Vergleich zur Strategieträgereigenschaft des deutschen Unternehmens. Ich will damit sagen, die indische Gesellschaft zum Beispiel macht den Vertrieb für das deutsche Unternehmen. Zum Beispiel ist Handelsvertreter des deutschen Unternehmens, holt regelmäßig Aufträge ein für das deutsche Unternehmen. In dem Fall wird die indische Gesellschaft sowieso Cost plus vergütet. Das heißt, ihr zusätzlich on top kommendes Gehalt bei der indischen Gesellschaft wird die indische Gesellschaft nicht an den Rand des Ruins bringen, sondern im Gegenteil wird der indischen Gesellschaft sogar aufgrund der Cost plus Vergütungsmechanik, ne, Marge auf eine feste Marge auf jetzt auf eine höhere Bemessungsgrundlage inklusive ihrer Kosten, wird ihr sogar ein erhöht höhere Einkünfte bescheren der indischen Gesellschaft. Das ist das eine Argument. Das andere Argument, dann sehen die indischen Kollegen das Gehalt, ja, das ist so vielleicht in der Tat. Das ist eine Kommunikationsfrage nachher vielleicht oder auch eine Frage vielleicht von Buchhaltungsvorgängen, was da wie vertraulich gehalten werden kann. Aber nochmal langfristige Entsendungen nach Indien, Mitarbeit bei der indischen Gesellschaft, bitte immer als Versetzung mit lokaler Anstellung. Und jetzt zum Schluss, vielleicht unter dem Stichwort Generation Z, Workation, glaube ich, heißt das, oder eben auch Ihr indischer Mitarbeiter, der in Deutschland steuerlich ansässig ist, also schon seit Jahr und Tag eben für Ihre deutsche Gesellschaft arbeitet und sagt, aber ich möchte gerne mal nach Indien meine Familie besuchen, meine ne, fernere, also seine nähere Familie wird in Deutschland sein, Deutschland steuerlich ansässig, also seine fernere Familie besuchen in Indien. Und wenn Sie beiden das ermöglichen wollen und dass die mal vom Homeoffice aus Indien arbeiten. Gute Nachrichten hier, das geht. Wenn die für einen Monat oder vielleicht zwei in Indien mal arbeiten aus dem Homeoffice, sagen wir mal, Backoffice-Support machen. Wenn ich jetzt nach Indien zum Beispiel mal gehen würde und für zwei Monate dort arbeite und Urlaub mache, dann und ich deutsche Fälle bearbeite. Das wäre auch denkbar. Was aber nicht passieren sollte, ist, dass Ihr Mitarbeiter nach Indien geht und dort zum Beispiel den Vertrieb organisiert. Das sind wieder andere Regelungen. Aber Mitarbeiter nach Indien, Homeoffice, Workation, Familienbesuche, ein, zwei Monate, das funktioniert aus steuerlicher Sicht. Betriebsstättenrisiko des Arbeitgebers ist gering und in der Regel werden Sie auch nicht steuerpflichtig werden in Indien, weil Sie unterhalb der 183-Tage-Freigrenze bleiben. Visum wäre vielleicht ein bisschen eine Gretchenfrage, was man dann für eins beantragt, ob man Touristenvisum macht oder ein Businessvisum. Und die deutsche Sozialversicherung, die sollte man sich nochmal ansehen, dass die auch wirklich weiter gilt. Aber solche doch jetzt häufiger an uns herangetragenen Fälle, deswegen erwähne ich sie, solche Fälle Workation in India gibt. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch gleich zu Ihren Fragen über. Maya, übernimmst du wieder ab hier und moderierst die Fragen? Na klar, das mache ich. Genau, danke Tillmann für den Beitrag. Und ich würde dann auch die anderen bitten oder vielleicht alle einfach einmal bitten, die Kameras anzuschalten, alle Referenten, damit ich hier nicht die Einzige bin, die sich anschauen darf. Danke, wunderbar. Beste Gesellschaft. Genau, und es ist auch tatsächlich eine Frage reingekommen, die ich, glaube ich, vor allem an Christian stellen würde. Stichwort Expertsuche. Da wurde gefragt, wäre es eine Option, wenn zum Beispiel eine Inder in Deutschland lebt und dann nach Indien gehen würde? Also da wurde gefragt, gibt es so einen guten Matchfix in dieser Situation? Vielleicht magst du da was zu sagen.
Ja, gerne. Also ich bin auch sehr froh über diese Frage, denn ich muss es mir eigentlich ankreiden, dass ich selber gar nicht über diese Kandidatengruppe gesprochen habe. Natürlich gibt es auch dafür einen tollen Namen, das sind die Repatriates. Ja, das sind also Leute, die im Ausland leben, aber bereit sein konnten oder bereit sind, in ihr Heimatland zurückzukehren. Und gerade jetzt hier im Bereich Deutschland-Indien ist das natürlich eine sehr interessante Gruppe. Also wenn wir jetzt Inder haben, Inderinnen, ja, die jetzt mehrere Jahre beispielsweise in Deutschland waren, beruflich oder für Studium oder in welcher Konstellation auch immer, dann zurückgehen wollen, dann haben wir hier einen Kandidaten, die oft das Beste aus beiden Welten dann vereinigen. Auf der einen Seite kennen sie Indien gut, ja, andererseits haben sie durch den Aufenthalt in Deutschland natürlich dann auch Einblicke in die Kultur erhalten, sprechen in der Regel auch Deutsch und eignen sich dann natürlich grundsätzlich sehr gut für einen solchen Einsatz. Also das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen und solche Kandidaten sollte man immer mit in den Blick nehmen. Da kann ich vielleicht sogar auch was zu sagen aus praktischer Sicht, weil wir das so einen Fall eigentlich vor einem halben Jahr oder sogar hatten, wo es nämlich dann ein Jetzt-Expat quasi oder Repatriate gab, der im deutschen Unternehmen schon ausgebildet wurde damals, weil er als Berufsanfänger nach Deutschland gegangen ist. Und er hat dann einfach super gute Arbeit geleistet. Und als man dann gesehen hat, okay, wir möchten jetzt auch nach Indien expandieren, ist es tatsächlich dann dazu gekommen, dass er in einer führenden Position aus dem Mutterhaus in Deutschland dann quasi an das Tochterunternehmen in Indien gegangen ist. Also war nicht auch damals eine sehr spannende Kombination, die definitiv auch Vorteile hat. Also ich darf da vielleicht noch ergänzen. Also ich kenne einige Fälle, wo das nicht gut geklappt hat. Weil die Leute, denen schlägt ein großer Neidkomplex entgegen von den indischen Kollegen, weil wenn die Inder mal in Deutschland gearbeitet hat, bekommen die ein deutsches Gehalt und das führt zu großem Neid und Missgunst. Und dann bitte bedenken, Inder, die 10 Jahre in Deutschland gearbeitet haben, haben keine Ahnung mehr vom indischen Markt. Ja, ganz wichtiger Aspekt, die haben zwar noch interkulturell einen Draht zu dem Markt, aber keine Marktkenntnisse mehr. Ja. Und dann ist so, in deutschen Firmen ist das größte Geheimnis immer, wer was verdient. In Indien ist das offenste Geheimnis. Ich weiß nicht, ob die Buchhalter immer in der Kaffeepause diese Daten verscherbeln und verkaufen. In Indien weiß jeder exakt auf dem Pfennig, was jeder verdient. Und also das ist manchmal charmant, aber wir haben schon da Leute auch erheblich stranden sehen in dem Bereich. Ne? Also muss man wirklich sehr, sehr auf einen Einzelfall abstellen und genau den Einzelfall prüfen. Ne? Ja. Genau, also vielleicht ganz kurz noch einen Satz dazu. Stimmt, also das, was Sie sagen, Herr Matter, das sieht man oft in diesen Konzentration, Einzelfall prüfen, das ist sicherlich richtig. Und ich würde auch eher sagen, dass das eine Sache ist, wirklich für Führungspositionen, also Country Head oder sowas in dieser Richtung, wo dann dieses Thema Neid und Vergütung und so weiter nicht oder nicht so schnell aufkommt. Aber ein Punkt wirklich, um das noch kurz zu sagen, es gibt natürlich das Phänomen, wenn jetzt jemand länger in Deutschland war und war jetzt auch in Deutschland in der Firmenstruktur, dass er sich nachher als ein Expert fühlt im eigenen Land. Ja, also das hat sich jetzt ist wirklich dann die Frage, welcher Seite sozusagen er sich dann nachher zugehörig fühlt. Also das kann dann unter Umständen natürlich auch Konfliktstoff werden. Okay, aber gut, das noch kurz sozusagen. Ja, danke für die interessanten Aspekte und dass hier die richtige kleine Diskussion aufgekommen ist. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit würde ich noch eben ein paar abschließende Worte loswerden. Dann würden wir nämlich auch zeitig schließen. Und ich möchte mich in erster Linie natürlich bedanken, dass Sie, also im Sinne von alle Zuhörer, aber natürlich auch unsere Referenten, am heutigen Webinar teilgenommen haben. Und wir hoffen, dass Sie mit neuen Erkenntnissen und natürlich Informationen in den weiteren Arbeitstag starten und wissen, es wirklich zu schätzen, dass Sie sich heute auch die Zeit genommen haben, sich dazu zu schalten. Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, dann möchte ich Sie natürlich auch dazu ermutigen, sich an das MIM-Team oder an unsere Referenten zu wenden. Die Informationen haben Sie natürlich alle und die kriegen Sie auch nochmal zugeschickt per E-Mail. Und zuletzt möchte ich mich natürlich auch nochmal ganz herzlich bei unseren Referenten Dirk Matter, Christian Tegethoff, Tilman Ruppert und Simone Pudde bedanken und wirklich besten Dank für diese aufschlussreichen und interessanten Beiträge. Und damit
entlasse ich quasi auch alle in den weiteren Arbeitstag und wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag und weiterhin eine gute Woche. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie vor allem gesund und wir freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft bei MIM-Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Tschüss zusammen. Tschüss, herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.